Frenkel Fortset. Heute. Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Tag ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2013. Und damit herzlich willkommen zurück zum Mann ohne Plan, der glaube ich noch beim Ernten war. Und das werde ich jetzt fortsetzen. Wir haben zuletzt ein bisschen Raps abgeliefert. Aber so wenig, dass das eigentlich völlig von Arsch war. Ich hatte das Gefühl, das hat mehr Sprit gekostet als irgendwie was anderes. Ja, der steht jetzt hier wieder bereit. Da steige ich mal erstmal wieder ein hier. Und fahren mal gleich wieder zu dem Feld. Wo ich dann ja noch im weiteren Raps ernten muss. Oder ernten lassen muss. Aber diese Helfer, die sind mir zu scheiße einfach. Es mag ja daran liegen, dass ich, ich kann mich ja beamen, das habe ich ja völlig vergessen. Dass ich mein Feld ein bisschen ausgefranst habe. Ein bisschen selber zerstört habe. Ernte anschalten, haben wir gesagt, ne? Der ist ja schon voll. Ich muss ihn ja ausleeren. Ha! Naja, okay, dann machen wir Rohr ausfahren. Jetzt weiß ich wieder, wo ich stehen geblieben war. Alles klar! Komm, fahr! So. Die Hälfte ist schon geerntet. Jetzt hat er das Rohr wieder eingefahren, oder was? Nee. Das will ich hoffen, Freundchen. So, jetzt müssen wir da ein bisschen zurück nochmal und richtig direkt unter das Teil. Ach doch, er hat's aus. Ist das jetzt ausgefahren oder eingefahren? Moment. So nah kann ich gar nicht ran, ne? Das geht gar nicht. Das ist ausgefahren. Eingefahren. Jetzt fährt das aus, allerdings zu weit nach vorne, der Blödmann. Komm, fahr! Na, endlich! Mann, oh Mann! So. Das dauert mal wieder, was? Ja, das mit dem Simultanfahren, das habe ich nicht hingekriegt. Verdammte Axt. So, das war schon mal, 6%. Meine Fresse, der Kipper ist vielleicht riesig. Okay, das Dwe. Und dann kann ich ja weiterfahren, ne? Richtig, richtig, richtig. Das Rohr kann eigentlich wieder einfahren. So, und ich habe den Tipp bekommen, das mache ich jetzt aber nicht. Das mache ich erst, wenn ich wieder grubber. Ich soll nicht im Kreis grubbern, haben sie mir gesagt. Haben sie mir geschrieben, die Zuschauer, ja? Sondern immer schön gerade Bahn für Bahn. Dann weiß ich auch besser, wo ich schon war. Das ist durchaus einleuchtend. Das werde ich dann beim nächsten Mal machen. Aber das hier, dieses Ernten da, das mache ich noch nach Oldschool-Frenkel-Regel. Das haut schon hin, dauert halt nur dreimal länger. Aber wir haben doch Zeit! Wir haben doch Zeit! Ach, Tempomatstufe 2 ist gut. Warum sagt er mir das nicht eher? Jetzt bin ich zu schnell gefahren, jetzt hat er das wieder nicht hingekriegt. Jetzt muss ich nochmal wenden. Wenn mir das auf Dauer zu blöd wird, ja, mit diesem Scheißfeld, dass das so ausgefranst ist und dass deswegen der Helfer nicht richtig helfen kann, ja, dann kaufe ich ihm einfach ein neues Feld und dann wird hier ein Gras angepflanzt oder was weiß ich. So. Jetzt aber, komm. Ich weiß nach wie vor nicht, wie man das simultan macht. Ihr könnt es mir immer noch erklären, ja, vielleicht werde ich es dann beim nächsten Mal schaffen. So, das ist schon mal wieder ungenau gewesen, Herr Frenkel. Aber Moment, mir fällt ein, ich kann ja dieses Ding einmachen. Das Blinklicht, es bringt mir überhaupt nichts, aber es blinkt. Das erinnert mich irgendwie an Rambo. An den ersten Teil, glaube ich, das war's, glaube ich. Da hieß doch, das ist blaues Licht. Was macht es? Was macht es? Es leuchtet blau. Ja, genau. So, jetzt hier rum um die Ecke wieder. Ach, da sind wieder drei Dinger stehen geblieben, das nervt. Und da ist es auch wieder total krumm. Kreuz krumm hier. Aber wir schaffen das schon noch. Das dauert nur noch ein paar Tage oder so. Öttel, Öttel, Öttel. Ja, was mache ich dann als nächstes? Ja, dann als nächstes werde ich dann den Raps wegfahren. Und
dann werde ich mal schauen, ob ich mir was kaufen kann. Irgendwas Maschinelles, was mir irgendwie weiterhilft. Das wäre ja mal ganz toll, ne? Weil ich habe ja zum Großteil noch Kackausrüstung überall. Und ein neuer Gruber beispielsweise erleichtert ja erheblich die Arbeit. Und irgendwelche Zuschauer haben außerdem, glaube ich, noch geschrieben, dass es auch eine Sämaschine gibt, die automatisch mitgrubbert. Das wäre ja noch besser. Ich weiß nur nicht, welche das sein soll. Das ist mein Problem. Ich habe den Erfolg freigeschaltet. Hole! Mobiler Bauer, was auch immer das heißt. Wahrscheinlich ist 300 Stunden in einem Fahrzeug schnarchöde durch die Gegend gefahren. Das ist wahrscheinlich die Leistung, die ich da erbracht habe. Ja, das kriegen wir doch alles hin hier. Ist doch alles ganz easy. Jetzt ist er natürlich auch gleich wieder voll, der kleine Blödmann. Jawohl. Immer schön weiter. Man, man, man. Das gibt zumindest ein bisschen Kohle gleich dann bald, wenn ich das wegfahren kann. Hurra, hurra! Und dann kann ich mir mal überlegen, was ich kaufen möchte. Oder ihr verratet mir es einfach nochmal. Aber erst dann, wenn ich genug Geld habe. Vorher hat das ja keinen Sinn. Wenn das dann in den Kommentaren von einer Folge steht, die irgendwie 3 Wochen zurückliegt, dann vergesse ich das natürlich auch wieder. Ist doch logisch. So. Hurra. Er ist wieder voll. Das heißt, wir müssen abliefern kurz. Das machen wir doch gerne. Ranpirschen. Ruhe ausfahren. Das hätte fast ein Unglück gegeben. So, da geht's dahin, der Raps. Das war meine lohnende Anschaffung, der Kipper hier. Da passt ja einiges rein. Hervorragend. So, dann wenden wir mal möglichst unfallfrei. Den Ernter können wir schon mal anschalten. Habe ich jetzt hochgefahren oder runter? Ja, runter muss ich senken. Senken muss ich's, ich Idiot! Und weiter geht's. Das schaffen wir jetzt, glaube ich. In einem Rutsch. Außer es kommt mal wieder so eine Mission dazwischen. So eine Gabelstapler-Mission oder eine Mähmission. Mähmission hatte ich erst eine und das war eine Katastrophe mit diesem scheiß Profi-Hopper. Alle, die mir den empfohlen haben, schmort in der Hölle! So. Sehr schön, das ist jetzt noch ein bisschen krumm. Sieht jetzt irgendwie wieder aus wie Penis. Ich weiß nicht warum. Warum ich mein Feld immer so mähe, dass es dann irgendwann aussieht wie ein Penis. Vielleicht sollte ich mich da mal ein bisschen mehr mit Psychologie beschäftigen, mit dem Herrn Freud oder so. Ein Zuschauer meinte noch, Mann, stell doch einfach die Missionen auf häufiger ein, dann kannst du schneller Geld verdienen. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn ich die ganze Zeit rumfahren muss, um Paletten zu stapeln, dann werde ich irgendwann durchdrehen. Das möchte ich nicht. Ich brauche zwischendurch mal was anderes, was Besinnliches. Sowas wie hier, ja? Dreschen zum Beispiel, das ist doch was Besinnliches. Da kann man sich ein bisschen entspannen dabei. Ja, macht er das so fein, der Harald, hm? Und nochmal rum um die Kurve. Ja, also wenn ihr mir verraten würdet, welche Sämaschine auch gleichzeitig grubbert, wie die heißt, wo ich die genau finde, dann würde ich mir vielleicht die als erstes kaufen. Ich glaube, das wäre eine ganz sinnvolle Anschaffung. Allein von der Zeitersparnis her. Und für euch wäre es dann auch weniger langweilig, weil ich dann nur einmal fahren muss.
So, komm. Alles klar, da haben wir es ja schon wieder. Oh, 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 da gibt es eine Menge Kohle. Das heißt aber auch, dass ich, dass es sehr schwer wird wahrscheinlich. Fahren wir erstmal zum Ziel. Wo denn, wo ist denn die? Da hinten oder was? Seltsam, seltsam, seltsam. Nee, die wird noch viel weiter weg sein. Da muss ich... Ah, ja, 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 da muss ich den ganzen Berg wieder hoch. Komme ich da hinten auch wieder raus? Ah ja, alles klar. Alles Paletti in der Palette. Sehr schön. Und für diesen Traktor ist ein so ein kleines Bergchen kein Problem. Obwohl, das ist natürlich schon sehr steil jetzt, sehe ich gerade. Schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Ich sag's doch, das ist ein Jeep. Das ist kein Traktor, das ist ein Jeep. Meine Fresse, ey. Wie eine Gemse. Und dann nochmal einen schönen Hüpfer. Das ist doch hervorragend. So. Also, zur Palette hinzukommen ist kein Problem. Da habe ich theoretisch, also theoretisch, unendlich Zeit. Also ich habe lange Zeit, die zu finden. Das Problem wird dann sein, sobald die Zeit wieder läuft, dann wird es schwierig. Das ist ganz schön optimistisch, Herr Frenkel, wenn ich das mal so sagen darf hier. Es ist vielleicht auch ein bisschen steil. Also gut, ich hab's verstanden. Ist okay, ich nehme den Weg. So, da geht das natürlich ein bisschen einfacher. Trotzdem neige ich natürlich zu einer Abkürzung nehmen, wenn sich das irgendwie ergibt. Hier zum Beispiel, hurra, hurra. Oh, scheiße, der Bach, aber da kann man durch, ne? Das, oh. Ich bin nur wieder erschrocken, weil ich immer gedacht habe, da passiert irgendwas Schlimmes, wenn man da durchfährt. Meine Erfahrungen beim ABC-Schutzsimulator waren da eben so einprägsam. Das war ganz schlimm, da, wenn man nur das Wasser berührt hat, war man sofort tot. Deswegen habe ich da so eine Wasserphobie bei Computerspielen. So, weiterfahren, weiterfahren. Das ist echt weit. Das Schlimme ist dann, man muss es in 8 Minuten wieder zurückschaffen. Wohin auch immer. Ah, Golfplatz ist das, ne? Da fahren wir mal wieder quer drüber über den Golfplatz. Das freut die Golfspieler. Okay. Hier muss die Palette irgendwo stecken. Stecken, stecken, stecken. Jawohl, da war ich glaube ich auch schon mal, zu einer Palette holen. Oder? Hinterm Haus. Hier lang. Na also. Okay. Freunde, das wird jetzt wieder ganz spannend, glaube ich. Ob ich es schaffen werde. Jetzt muss ich erstmal das Ding hier runterfahren, klar. So. Kippen kann man es auch noch. So, das sieht doch gut aus, oder? Also, schauen wir mal, ob wir... Na, ich stehe nicht gut, aber... Fuck, Idiot, Frenkel. Das ist immer so riskant. Wenn die Zeit... Oh nein, scheiße! Das wollte ich nicht. Nein! Hoffentlich läuft die Zeit nicht los. Oha, habe ich Glück gehabt. Meine Fresse. Ich muss ein bisschen senken noch. So müsste es gehen. So, und dann... reinstecken. Und dann hochfahren. Und dann losfahren. Okay, los geht die wilde Fahrt. Ich muss natürlich wieder komplett in die andere Richtung zurück. So, dann nehmen wir einfach mal Querfeld ein. Und schauen, ob wir da hinkommen irgendwie. So, Freunde. Es ist mal wieder soweit. Wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und falls ja, dann wäre es sehr schön, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und noch viel schöner wäre es natürlich... Hoppala. Noch viel schöner wäre es natürlich, wenn ihr bei der nächsten Episode wieder zuschaltet. Und jetzt sage ich einfach mal, oh Gott, ich habe ein bisschen Schiss, aber komm. No risk, no fun, oder? So sieht's doch aus. Ach du Scheiße!